Unser erster Vortragender, Andreas Tietke, ist quasi ein Mann der ersten Stunden, möchte ich sagen. Er ist als Besucher unserer Veranstaltungen und als Fördermitglied des Ludwig von Mises Institut Deutschland von Anfang an dabei. Seit einigen Jahren führt er bei allen Veranstaltungen Protokoll, verfasst die Veranstaltungsberichte dazu und er ist in den zurückliegenden Jahren sehr, sehr tief eingestiegen und eingetaucht in die österreichische Schule der Nationalökonomie und ganz besonders in Ludwig von Mises Praxeologie. Wie Sie den Angaben zu seiner Person vielleicht schon entnommen haben, wird nächstes Jahr sein erstes Buch erscheinen mit dem Titel »Der Kompass zum lebendigen Leben«. Ich durfte das Manuskript bereits lesen und darf Ihnen sagen, freuen Sie sich darauf. Und ich darf sagen, dass Andreas Tietke nicht nur ein Freund des Ludwig von Mises Institut Deutschland ist, sondern auch mir zum Freund geworden ist über die Jahre. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, hören Sie den ersten Vortrag unserer diesjährigen Konferenz »Umwelt- und Katastrophenmeme im Dienste des Interventionismus – eine praxeologische Betrachtung« Dr. Andreas Tietke. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, heute mal selbst sprechen zu können. Zunächst möchte ich mich beim Ludwig von Mises Institut Deutschland herzlich für die Einladung bedanken, allen voran bei Thorsten Polleit und Andreas Marquardt. Wenn Guido Hülsmann in seiner Biografie von Ludwig von Mises diesen als letzten Ritter des Liberalismus bezeichnet hat, so ist dieses Mises-Institut quasi der Ritterorden, in dem Mises Erkenntnisse um Praxeologie und Ökonomie bewahrt und fortentwickelt werden. Als Fördermitglied des Instituts seit der ersten Konferenz freut es mich also besonders, heute mal selbst zu Ihnen sprechen zu dürfen. Der Titel der Konferenz lautet Wie Markt, Umwelt und Ressourcen schützt. Mit meinem Vortrag betrachte ich den Aspekt, dass der staatliche Interventionismus, also der zwangsweise Eingriff des Staates in den ansonsten freiwilligen Austausch der Menschen, nicht wissenschaftlich begründet werden kann mit dem Schutz von Mensch, Umwelt und Ressourcen in Bezug auf die im Folgenden angesprochenen Umwelt- und Katastrophenmeme. Und dass sich die negativen Folgen dieser Eingriffe nicht einfach zugunsten des Gemeinwohls wegabwägen lassen. Zunächst noch zum Titel meines Vortrags. Mem ist etwa das moderne Wort für Idee und kann als ein bestimmter Bewusstseinsinhalt verstanden werden. Etwa in Anlehnung zum Gen, das ja in der Physiologie die Bedeutung von Informationsinhalten hat. Es geht also darum, wie Bewusstseinsinhalte im Hinblick auf die Umwelt, Katastrophen aller Art, seien es ökonomische oder ökologische oder medizinische, genutzt, verstärkt oder erzeugt werden, um Handlungen anderer Menschen planmäßig und institutionell zu erzwingen. Verschiedene solcher Meme sind Ihnen bereits begegnet und sie wurden alle dienstbar gemacht, um Zwang zu begründen. Sie kennen die Narrative von Überbevölkerung, Pandemien, Klimawandel, Waldsterben, Flächenfraß und so weiter. Das soll nicht heißen, dass solchen Phänomenen wie Waldschäden, Klimaveränderungen, Krankheitswellen oder Flächenumnutzung jede reale Grundlage fehlt, sondern es geht darum, dass sie nicht als Grundlage dafür dienen können, staatlichen Interventionismus wissenschaftlich zu begründen. Zunächst etwas Prinzipielles zum Interventionismus, also dem Einsatz von Zwang und dessen Folgen. Ludwig von Mises hat die Praxeologie begründet, also die Handlungslogik. Wann immer Zwang eingesetzt wird, kann uns die Praxeologie von vornherein Auskunft darüber geben, ob der Einsatz des Zwanges eine feindliche Handlung bedeutet oder ob Verteidigung oder Vergeltung vorliegen. Dabei ist Verteidigung die Abwehr eines Angriffs und Vergeltung die Zurückgabe eines Schadens, falls der Angriff bereits stattgefunden hat und eine Wiedergutmachung nicht erfolgt ist oder nicht erfolgen kann. Eine feindliche Handlung liegt praxeologisch vor, wenn entweder eine zwischenmenschliche Handlung durch Drohung, Zwang oder Täuschung bewirkt werden soll, Gewalt gegen den Körper eines anderen ausgeübt wird
oder Gewalt über seinen Besitz erlangt wird, und zwar in allen Fällen gegen den Willen des Geschädigten. Der Betroffene wird durch solch feindliche Handlungen in seinem Besitz am eigenen Körper oder seinen eigenen Sachen geschädigt oder gefährdet. Ein freiwilliger Austausch ist praxeologisch eine freundliche Handlung und führt immer zu einer Win-Win-Situation. Wenn Sie für 50 Cent ein Brötchen beim Bäcker kaufen, dann bewerten Sie das Brötchen höher als die 50 Cent und der Bäcker bewertet die 50 Cent höher als das Brötchen, sonst käme es zu keinem Austausch. Wir können in diesem Fall auch davon sprechen, dass ein neues Pareto-Optimum erreicht wurde. Dies ist nach dem Ökonomen und Soziologen Wilfredo Pareto benannt und bedeutet, dass immer dann, wenn durch eine Handlung zumindest einer besser gestellt wird, ohne dass dies zu Lasten oder auf Kosten eines anderen geschieht, insgesamt alle Beteiligten betrachtet, zumindest einer einen subjektiven Mehrnutzen gewonnen hat. Das ist bei der friedlichen Handlung der Fall, also einer erreicht etwas, ohne einem anderen zu schaden, und bei der freundlichen Handlung, bei der alle Beteiligten aus ihrer Sicht gewinnen. Ein erzwungener Austausch, der durch Drohung oder Zwang bewirkt wird, hingegen führt stets zu einer sogenannten Pareto-Verschlechterung. Einer gewinnt auf Kosten und zu Lasten eines anderen. Wenn ich Sie bedrohe, Sie mögen mir 1.000 Euro geben oder ich sperre Sie ein, dann gewinne ich 1.000 Euro. Sie geben mir die 1.000 Euro aber nicht freiwillig, sondern weil Gefängnis für Sie das schlimmere Übel ist, als die 1.000 Euro an mich zu zahlen. Da mein Nutzen, den ich gewinne, und Ihr Leid nicht objektiv vergleichbar sind, sondern jeweils subjektiv, kann man sagen, dass die Handlung des Angreifers zu einem Ergebnis führt, das Pareto unvergleichbar ist. Denn physische Größen der Außenwelt können mit Größenzahlen, sogenannten Kardinalzahlen, beschrieben werden. Physische Größen können gemessen werden, also mit überpersönlichen Standards verglichen, wie zum Beispiel Meter oder Kilogramm. Psychische Phänomene hingegen, wie Vorlieben, Nutzen oder Leid, werden praxeologisch mit Ordinalzahlen beschrieben, also mit Ordnungszahlen wie erstens, zweitens und so weiter. Eine Vorliebe, ein Wahlakt, enthält keine quantitativen Informationen, also etwa wie sehr mein Nutzen an den 1.000 Euro, die ich von Ihnen erpresst habe, Ihr Leid durch den Verlust der 1.000 Euro übersteigt. Größen kann man messen und wiegen, Nutzen und Leid nicht. Es handelt sich dabei um psychische Phänomene, die man bestenfalls in vagen Begriffen beschreiben kann. Mein trockener Mund ist hingegen ein physisches Phänomen. Friedliches und freundliches Handeln, also zumindest dem anderen nicht zu schaden, oder der freiwillige Austausch führen also stets zu einem neuen Pareto-Optimum, also einer Win-Win-Situation, im Falle friedlichen Handels zu einer Win-Neutral-Situation. Feindliches Handeln, also der Einsatz von Drohung, Zwang, Täuschung und Gewalt, führt stets zu einer Pareto-Verschlechterung, also zu einer Win-Lose-Situation, einer gewinnt auf Kosten und zu Lasten des anderen. Dabei ist die Abwehr einer feindlichen Handlung oder ihre Vergeltung, wenn Wiedergutmachung nicht zu erlangen ist, selbst keine feindliche Handlung, sondern sozusagen die Negation der Negation. Verteidigung oder Vergeltung sind insofern friedliche Handlungen, weil sie das vor dem Angriff erreichte Pareto-Optimum verteidigen bzw. die Pareto-Verschlechterung korrigieren. Diese kurzgefasste praxeologische Nutzen- und Schadenslehre ist den meisten, wenn nicht explizit als Ergebnis von Schlussfolgerungen aus der Logik des Handelns, so doch zumindest intuitiv bekannt. Du sollst nicht stehlen, betrügen, rauben, vergewaltigen oder töten, sind sozusagen Ableitungen hieraus. Und dass Notwehr keine Straftat ist, sondern die Abwehr einer solchen, ist auch allgemein bekannt. Diese Regeln sind auch universalisierbar im Sinne Kants. Sie sind überindividuell, folgen also nicht aus der Willkür irgendeines Individuums, sondern aus der Logik des Handelns und sind für alle Handelnden zeitlos gültig. Wenn es nun darum geht, Verteidigung und Vergeltung auf der einen Seite und Angriff oder feindliche Handlungen auf der anderen Seite voneinander zu unterscheiden, dann können wir nicht
auf die Mittel schauen. Denn zur Verteidigung und Vergeltung können dieselben Mittel gewählt werden wie zum Angriff. Die Frage ist schlicht, ging eine feindliche Handlung voraus? Ist dies nicht der Fall oder kann dies nicht bewiesen werden, liegt eben keine Abwehr einer Schädigung vor, sondern schlicht ein Angriff. Das Prinzip friedlichen und freundlichen Zusammenlebens lautet also, füge zumindest kein Leid zu. Diesen Satz kennen Sie zum Beispiel vom hippokratischen Eid her, primum non nocere. Wer also jemand anders bedroht, zwingt, täuscht oder Gewalt antut, handelt nur dann friedlich, wenn er dies in Abwehr oder Vergeltung eines vorangegangenen feindlichen Aktes tut. Deshalb kam die Juristerei über die Zeit hinweg zu der Formel in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Denn bestehen Zweifel, ist die Tat nicht sicher nachgewiesen, stellen die Zwangsmaßnahmen der Justiz, also des Staates, keine Reaktion auf eine feindliche Handlung dar, sondern sind selbst eine feindliche Handlung. Diese Prinzipien sind den meisten Menschen intuitiv bekannt, ebenso wie ihre sprichwörtlichen Entsprechungen, also der hippokratische Eid oder in dubio pro reo. Lediglich bei Handlungen des Staates ist man geneigt, eine Ausnahme zu sehen. Allerdings sehen sich die staatlichen Akteure hier in einem Begründungszwang, da sie ihre Zwangsmaßnahmen gegenüber Bürgern regelmäßig damit zu begründen versuchen, dass aus dem ein oder anderen Grund ein Schaden oder eine Gefahr von dem doch augenscheinlich friedlichen Bürger ausgeht. Dazu setzt man den Bürger nicht vor ein allgemeines Gericht, sondern man führt in der öffentlichen Debatte Theorien ins Feld, die dies angeblich wissenschaftlich belegen, sprich beweisen sollen. Früher waren das Theorien wie Kommunismus oder Sozialismus, also dass der eine nur auf Kosten des anderen besitzen könne, oder dass der freiwillige Austausch ein Nullsummenspiel sei, dann würden wir freilich, überspitzt gesprochen, heute noch in Höhlen leben. Heute sind das Theoriengebäude wie eben die Menschengemachtheit des Klimawandels oder Theorien betreffend Krankheitswellen, Überbevölkerung, Grenzen des Wachstums, Flächenfraß und so weiter. Diese Theorien sollen Beweis erbringen dafür, dass die Interventionen der politischen Akteure im Einzelfall begründet sind, als etwa die Verteidigung der Person oder des Besitzes eines anderen. In einem größeren Rahmen werden diese Theorien genutzt, um den Ausbau und die Stärkung globaler staatlicher Institutionen zu fordern, damit diese angeblich globalen Probleme mit einem globalen Interventionismus angegangen werden können. Bei den Umwelt- und Katastrophenmemen versuchen die Politiker Beweis zu erbringen durch die Meinungen von Experten. Bei einem Strafverfahren liegt der Sachverhalt abgeschlossen in der Vergangenheit und der Beweis für die Täterschaft kann mit allen Beweismitteln erbracht oder erschüttert werden, von Zeugenaussagen bis hin zu Sachverständigen, Gutachten, Fotos und so weiter. Bei den Umwelt- und Katastrophenmemen jedoch geht es sozusagen um Pre-Crimes, um künftige Verbrechen, die noch nicht passiert sind. Oft beschäftigen sich die Theorien der Klima-, Bevölkerungs-, Umwelt- und Pandemienforscher mit langen Zeiträumen, die sich über Jahre, ja Jahrzehnte erstrecken können, sodass die Theorien schon alleine aus diesem Grunde im Hier und Jetzt, wo die Zwangsmaßnahmen gegen die Bürger eingeleitet werden, gar nicht evidenzbasiert getestet werden können. Und anders als im Gerichtsprozess steht den Bürgern regelmäßig kein Verteidiger zur Hand, der die Expertenaussagen dahingehend kritisiert, ob sie gegen Denkgesetze verstoßen, also falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. Kritik und gegenläufige Expertenmeinungen werden nicht logisch, wissenschaftlich und kühl analysiert. Vielmehr werden in der öffentlichen Debatte auch augenscheinlich sachliche Kritiker als Klimaleugner oder Covidioten verunglimpft und verächtlich gemacht. Die eigenen Behauptungen hingegen werden gebetsmühlenartig wiederholt und gegensätzliche Behauptungen oder Kritik werden als Fake News diskreditiert oder wird einfach ein für alle Mal festgestellt, dass the science settled ist, also der wissenschaftliche Prozess zu einem Abschluss gekommen. Dabei wird den Experten in den Klima-, Umwelt- und Pandemiedebatten ein gehöriger Vertrauensvorschuss gewährt.
weil sie sich anscheinend der naturwissenschaftlichen Methoden bedienen, die in der Bevölkerung als verlässlich gelten und großes Vertrauen genießen. Alleine dies trifft nicht zu. Die naturwissenschaftliche Methode ist das Feststellen von gleichbleibenden Zusammenhängen zwischen messbaren Größen. Dabei sind die Zusammenhänge in den klassischen Naturwissenschaften isolierbar und wiederholbar. Und messbar heißt, dass die Ergebnisse sensorisch wahrnehmbar sind, wenn auch mit Hilfsmitteln, und nach einem unpersönlichen Standard vergleichbar, etwa Meter, Kilogramm, Farbe, Aggregatzustand etc. Jedermann kann also jederzeit eine naturwissenschaftliche These objektiv, das heißt nach überpersönlichen Standards, testen. Wenn ich behaupte, dass ein Glas, das ich in der Hand halte, jedes Mal zu Boden fällt, wenn ich es loslasse, dann kann jeder von Ihnen im Publikum diese These auf ihre Richtigkeit hin testen, wenn auch nicht unbedingt jetzt. Hingegen wenden die empirischen Sozial- und Geschichtswissenschaften und auch die empirische Volkswirtschaft die Methoden des eigentümlichen Verstehens bzw. Mutmaßens an. Sollen Vorgänge in der Vergangenheit verstanden werden, handelt es sich um eigentümliches Verstehen, betreffen die Mutmaßungen die Zukunft, handelt es sich um eigentümliches Mutmaßen. Die wissenschaftliche Methode des eigentümlichen Verstehens oder Mutmaßens beruht letztlich auf persönlichen Relevanzurteilen, zu Deutsch Bedeutsamkeitsurteilen. Beispielsweise, wie bedeutsam war der Vertrag von Versailles für die späteren Ereignisse in der Weimarer Republik? Oder wie bedeutsam war die Einführung eines Mindestlohns für die Hebung des allgemeinen Wohlstands der Arbeiterschaft? Anders als Werturteile sind Bedeutsamkeitsurteile nicht Ausdruck einer Vorliebe, sondern eine persönliche Einschätzung, wie relevant ein Ereignis A für ein Ereignis B ist. Verstehen und mutmaßen können anhand der objektiven, also unpersönlichen Methoden der anderen Wissenschaftszweige überprüft werden, also ob sie gegen Denkgesetze der Logik oder Handlungslogik verstoßen, mathematisch falsche Schlüsse enthalten oder im Widerspruch stehen zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Beispielsweise kann die Aussage, ein Mindestlohn habe allgemein den Wohlstand der Arbeitnehmer gehoben, widerlegt werden, denn aus der Praxeologie wissen wir, dass ein Mindestlohn unterhalb des Marktlohnes wirkungslos ist und ein Mindestlohn oberhalb des Marktlohnes unter sonst gleichen Umständen zur Arbeitslosigkeit führt. Sofern aber mit der Methode des Verstehens aufgestellte Thesen nicht gegen eine der vorgenannten harten Wissenschaften verstoßen, verbleibt ein persönliches Element, das nicht nach einem objektiven Standard testbar ist. Das ist genau der Grund, warum die Analysen der Historiker, der Soziologen, der empirischen Volkswirte so weit auseinandergehen. Der geschichtliche Prozess ist unumkehrbar fortschreitend und nicht wiederholbar. In ihm wirken viele Ursachen zusammen, die nicht isoliert werden können. Es ist ein komplexer Prozess mit Rückkoppelungen, was sogar so weit geht, dass die Äußerungen von Intellektuellen oder Volkswirten zu Verhaltensänderungen führen können, die es ohne diese Äußerungen gar nicht gegeben hätte. Zudem sind uns im Bereich des Verstehens und Mutmaßens manchmal zwar einige Faktoren bekannt, die wir für bedeutsam für ein gewisses Ereignis halten, aber oft nicht alle. Und der Streit darüber, welches die relevanten Faktoren sind und wie relevant die Faktoren sind, lässt sich eben nicht nach unpersönlichen Kriterien entscheiden, weil der Ursachen viele sind, diese nicht isolierbar sind und das Geschehen oder die Krise nicht wiederholbar sind. Zur Methode des Verstehens gehört auch die Statistik. Ludwig von Mises sagte bereits, dass die Statistik ein Mittel der Geschichtsschreibung mit Zahlen sei. Statistiken werden dort verwendet, wo kausale Zusammenhänge nicht sicher bekannt sind. Niemand fertigt eine Statistik darüber an, wie oft dieses Glas zu Boden fällt, wenn ich es loslasse, weil wir aufgrund des Gravitationsgesetzes wissen, dass es jedes Mal zu Boden fällt. Und wenn eine Statistik aussagt, dass in 95% der Fälle auf A, B folgt und in 5% der Fälle C,
dann heißt das, dass wir unvollständiges Wissen über A haben. Hätten wir vollständiges Wissen über A, könnten wir sagen, dass auf A1 stets B und auf A2 stets C folgt. Der Anwendungsbereich des eigentümlichen Verstehens oder Mutmaßens ist also das geistige Verstehen von Phänomenen, die nicht vollkommen mit den Mitteln der Logik, der Mathematik, der Praxeologie und der Naturwissenschaften aufgeklärt werden können, und zwar eben insoweit sie von diesen Wissenschaften nicht erklärt werden können. Im Übrigen spricht nichts per se gegen die Methode des eigentümlichen Verstehens bzw. Mutmaßens. Viele wollen ihre Vergangenheit verstehen. Die Menschen mutmaßen, wie sich Freund X verhalten wird, wenn man selbst Y tut. Jeder Unternehmer mutmaßt bei der Produktionsplanung, wie viele Waren seine Kunden nächstes Jahr abnehmen werden. Es steht uns in solchen Fällen schlicht keine bessere Methode zur Verfügung als die des eigentümlichen Verstehens oder Mutmaßens. Wir greifen zurück auf unsere Erfahrungen, treffen Einschätzungen, nutzen unsere Intuition und erstellen Modellrechnungen. Und immer wieder liegen Laien wie auch Experten falsch. Von Fußballexperten über Hauptstromökonomen bis hin zu Unternehmern und ganz normalen Menschen. Verstehen ist die Methode, die jeder von uns anwendet, wenn er die Vergangenheit verstehen will oder die Zukunft vorhersehen, einschätzen. Der Unterschied zwischen dem Verstehen und Mutmaßen von Laien und Experten ist im Übrigen kein kategorischer, sondern ein gradueller. Der Unterschied ist, dass Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet sozusagen informiertere Mutmaßungen anstellen können als der Laie. Aber auch das informierte Mutmaßen der Experten, die in ihrem Metier über besonders viel Expertise oder Renommee verfügen, führt keineswegs zu sicherem Wissen. Gerade Expertenmeinungen gehen oft diametral auseinander. Informiertes Mutmaßen und Verstehen könnte man gegenüber den vorgenannten harten Wissenschaften deshalb auch als Soft Science bezeichnen, da mit dieser Methodik keine vergleichbare überindividuelle Gewissheit zu erlangen ist. Die heutigen Klima- und Umweltwissenschaften, die Meteorologie und zum Teil auch die Biologie und die Psychologie und auch die Wissenschaften, die sich mit dem Verlauf einer Pandemie beschäftigen, bedienen sich nicht lediglich der Methodik der klassischen Naturwissenschaften, sondern einer kombinierten Methodik, die sowohl naturwissenschaftliche Komponenten enthält, als auch Elemente des eigentümlichen Verstehens bzw. Mutmaßens. In der Klimawissenschaft gelten zum Beispiel einige Ursachen, Wirkungen, Zusammenhänge als bekannt, etwa wie sich in einem geschlossenen System die Erhöhung der CO2-Konzentration auf die Temperatur auswirkt. Die Erde ist jedoch kein vergleichbares geschlossenes System, sondern es gibt weitere Einflussfaktoren auf die Temperatur, wie zum Beispiel Wolkenbildung, Sonneneinstrahlung, Luft- und Meeresströmungen etc. Und diese reagieren wiederum untereinander, und zudem findet mit der Photosynthese sozusagen ein Gegenprozess statt. Pflanzen verwenden CO2, um ihre Struktur aufzurichten. Darüber hinaus ist das Erdklima nicht wiederholbar. Es handelt sich also beim Erdklima um ein komplexes geschichtliches Phänomen mit Rückkopplungen. Wie bedeutsam der Faktor menschliche CO2-Emissionen im Hinblick auf Temperatur und Meeresspiegel ist, lässt sich also nicht zweifelsfrei feststellen, weil Daten, die aus historischen, komplexen Phänomenen mit Rückkopplung gewonnen werden, von vornherein nicht geeignet sind, Beweis zu erbringen über konstante Zusammenhänge. So ist denn die Aussage des IPCC, also des Weltklimarates, dass sich die Experten im Hinblick auf die Menschengemachtheit des Klimawandels zu über 95% sicher seien, eine Aussage, die wir in der klassischen Naturwissenschaft nicht erwarten würden. Wenn ich Ihnen sage, dass ich mir sicher bin, dass dieses Glas in 95% der Fälle zu Boden fällt, wenn ich es loslasse, und in 5% der Fälle nicht, dann werden Sie annehmen, dass ich nicht von einer Naturgesetzlichkeit ausgehe. In einem von 20 Fällen wird es dann nicht runterfallen. War bei mir noch nie der Fall bislang. Zudem sind die über 95% nicht errechnet, sondern abgestimmt. Die Angabe einer
numerischen Wahrscheinlichkeit, nämlich 95%, ist hier nur eine Metapher zur Klassenwahrscheinlichkeit der Mathematik. Auch die berühmte Aussage, dass sich 97% der Experten sicher seien im Hinblick auf die Menschengemachtheit des Klimawandels, befördert nicht den Eindruck, dass die Experten selbst davon ausgehen, dass sie unpersönliche, also objektive Erkenntnisse darlegen, sondern eben eigentümliche, persönliche Bedeutsamkeitsurteile. Denn ansonsten macht es keinen Sinn, die relative Anzahl der Personen anzugeben, die zu einem gewissen Ergebnis gelangt sind. Und abstimmen ist keine wissenschaftliche Erkenntnismethode, sondern bei Abstimmungen geht es um das Zählen von Wert- oder Bedeutsamkeitsurteilen, ohne dass das Abstimmungsergebnis selbst ein Wert- oder Bedeutsamkeitsurteil ist, sondern es ist schlicht ein mathematisches Verhältnis von Größenzahlen. Sie werden kaum je gehört haben, dass bei einem Experiment 97% der Teilnehmer beobachten konnten, dass ein Glas zu Boden fiel, aber für 3% fiel es nicht zu Boden. Und 3%, das kann eine große Zahl sein, das würde bedeuten, dass bei 2,4 Millionen Deutschen die Gläser nicht runterfallen, wenn sie sie loslassen. Etwa eine Stadt so groß wie Hamburg wäre dann hiervon befreit, von dem Gravitationsgesetz. Wir würden in diesem Fall nicht von Kausalität ausgehen. Zudem sagen die 97% nichts darüber aus, für wie bedeutsam diese Experten den menschengemachten Anteil halten. Mehr als 1%? Mehr als 10%? Mehr als 50%? Und selbst wenn zwei Klimawissenschaftler im Hinblick auf die Datensätze sich völlig einig sind und wenn die Bedeutsamkeit, die sie gewissen Einflussfaktoren beimessen, weder naturgesetzlichen noch mathematischen noch logischen oder praxeologischen Erkenntnissen widersprechen, können sie dennoch zu unterschiedlichen Prognosen gelangen. Und ebenso kann ein und derselbe Klimawissenschaftler zu zwei verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Auch bei den Mutmaßungen im Zusammenhang mit den staatlichen Zwangsmaßnahmen im Hinblick auf die Krankheitswelle Corona in 2020 haben wir es mit informierten, eigentümlichen Mutmaßen zu tun. Auch hier kamen verschiedene Experten zu verschiedenen Mutmaßungen im Hinblick auf Ansteckung, Gefährlichkeit und welche Maßnahmen zu ergreifen wären. Das Virus wurde mit verschiedenen Tests aufgespürt und schon im Hinblick auf die Aussagefähigkeit dieser Tests gab es unterschiedliche Expertenmeinungen. Zudem war fraglich, ob jemand an oder mit Corona verstarb, weil Vorerkrankungen eine Rolle spielten. Darüber hinaus steckten sich nicht alle an, die mit Infizierten in Kontakt kamen, und auch diese Tatsache wurde ganz unterschiedlich interpretiert. Und auch bei einer Krankheitswelle fehlt es an der Wiederholbarkeit und der Isolierbarkeit der Zusammenhänge zwischen Größen. Es handelt sich bei einer Pandemie ebenfalls um ein komplexes geschichtliches Phänomen mit Rückkopplungen. Deshalb kann selbst im Nachhinein nicht gesagt werden, wer recht hatte. Denn welche Faktoren sich wie ausgewirkt haben, hängt eben von persönlichen Bedeutsamkeitsurteilen ab. Man kann eine Pandemie nicht unter den exakt gleichen Umständen wiederholen. Die Zusammenhänge sind komplex, nicht isolierbar und rückgekoppelt. Ein weiteres populäres Meme ist das von der Überbevölkerung. Hier bringen Experten vor, dass es zu viele Menschen auf dem Planeten gäbe. Dabei handelt es sich um ein persönliches Bedeutsamkeitsurteil, wenn einer etwa meint, zu viel im Hinblick darauf, was die Erde ressourcenmäßig verkraften könnte. Und wenn einer meint, weniger wären aus seiner Sicht besser, weil es dann schöner wäre und die Natur unbelassener, dann handelt es sich um ein Werturteil. Auch das Meme der Grenzen des Wachstums ist ein beliebtes, um politisches Handeln zu begründen. Dabei ist Wohlstand von vornherein nicht messbar, weil er ein psychisches Phänomen ist. Was aber keine Größe der Außenwelt ist, kann in der Außenwelt auch an keine physische Grenze stoßen. Nachdem nun geklärt ist, dass die Methode, die die Experten in diesen Fällen anwenden, von vornherein nicht zu einem vergleichbar sicheren Wissen führen kann, wie die anderen vorgenannten harten Wissenschaften, wird auch klar, weshalb sie im Fernsehen oder Radio oder den Hauptstromzeitungen stets nur eine Seite von Expertenmeinungen hören
und die andere Seite quasi ausgeblendet wird, wenn nicht gar verunglimpft oder verächtlich gemacht. Denn Kritik ist nicht nur möglich, sondern prinzipiell genauso richtig oder falsch wie die Expertenmeinungen, die vorgetragen werden. Selbst ein Laie kann einen Denkfehler im Schlussfolgern aufzeigen, sofern er sich seines logischen Verstandes bedient. Darüber hinaus kann aus einer wissenschaftlichen Ist-Aussage nicht auf eine Sollte-Aussage geschlossen werden. Die empirischen Wissenschaften können stets nur aussagen, was ist, aber nicht, was deswegen getan werden sollte. Sollen ist Wollen für andere. Natürlich sagen die Politiker, angesichts der Bedrohungslage müsse unternommen werden, whatever it takes, also was immer es auch kostet. Sie sagen, ihr Handeln sei alternativlos, selbst wenn die Experten falsch liegen könnten. Alleine, niemand ist in einer Position, Vor- und Nachteile für andere abzuwägen, weil es sich hier schon gar nicht um Wiegen, also das Vergleichen von Größen der Außenwelt, handelt, sondern es geht um Nutzen und Leid. Und Vorlieben und Nutzen und Leid sind eben subjektiv und zwischen zwei Personen nicht vergleichbar. Auch dass das Gemeinwohl vor dem Einzelwohl stünde, ist Humbug, denn das Gemeinwohl besteht ja nur aus dem Einzelwohl vieler. Man kann nicht gegeneinander gewichten, wie Unrecht dem A eine Maßnahme ist und wie Recht sie hingegen dem B und dem C ist. Leid und Nutzen sind psychische Phänomene, die nur vage in Ausdrücken beschrieben werden können, aber nicht gewichtet oder gemessen. Niemand kann also sagen, dass der Nutzen der einen den Schaden der anderen überwiegt. Das Verbieten oder Verteuern der Nutzung von bestimmten Rohstoffen wirkt sich massiv auf den Wohlstand und damit auch die Lebens- und Familienplanung gerade der Ärmsten aus. Sie haben weniger Mittel für Ernährung, Gesundheitsvorsorge oder Umweltschonung zur Verfügung. Social Distancing, Lockdown oder Maskenzwang haben massive negative gesundheitliche, physische, psychische und wirtschaftliche Folgen. Und niemand ist in einer Position, objektiv für die Gesamtheit oder alle festzustellen, dass der Nutzen solcher Zwangsmaßnahmen ihren Schaden überwiegen würde. Denn bei Schaden und Nutzen heißt die Frage immer, Schaden oder Nutzen für wen? In dubio Fazit, in dubio pro reo bedeutet er im weiteren Sinne, im Zweifel füge kein Leid zu. Wenn also nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, so die Formel der Justiz, dass der von den staatlichen Zwangsmaßnahmen Betroffene selbst ein Schädiger oder Gefährder ist, dann liegt keine Abwehr einer Schädigung vor, sondern es liegt ein Angriff vor, eine feindliche Handlung. Mit der Methode des persönlichen informierten Mutmaßens betreffend komplex rückgekoppelte Phänomene über lange Zeiträume hinweg lässt sich eine solche Sicherheit jedoch a priori nicht erlangen. Bei einem Gerichtsprozess wird ein einzelner, abgeschlossener Sachverhalt beurteilt. Bei diesen eigentümlichen Langzeitprognosen hingegen langdauernde, komplexe und unwiederholbare geschichtliche Entwicklungen. Darüber hinaus kann aus erfahrungswissenschaftlichen Argumenten kein Sollen, also kein Wollen für andere folgen. Das Thema dieser Konferenz ist, meine lieben Damen und Herren, wie der Markt Umwelt und Ressourcen schützt. Mein Beitrag dazu ist, dass der zwangsweise Eingriff in den Markt, also der staatliche Interventionismus, in Bezug auf die hier angesprochenen Umwelt- und Katastrophenmeme nicht mit Schutz oder Abwehr von Schädigungen wissenschaftlich begründet werden kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.